Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha-WG. Heute gibt es ein neues Video. Ihr seht schon, es ist ein bisschen anders. Mich haben gerade drei neue Darkside-Sorten erreicht. Und eine davon riecht so abnormal, brutal gut, dass wir uns die sofort anmachen müssen, ohne Wenn und Aber. Roll the Intro und dann geht's los. Ja, Leute, hier seht ihr es. Darkside Reloaded, 20.05. Wir haben ja schon seit ein paar Tagen das Minzmenthol-Verbot hinter uns gelassen. Jetzt hat Darkside hier ein kleines Paket rausgeschickt mit ein paar Infos. Hallo Bro, die TPD2, das Gesetz, das die verschiedenen Inhaltsstoffe verbietet, ist nicht an uns vorbeigegangen. Am 20. Mai tritt dieses in Kraft. Und wir sind dafür bereit, gründlich Veränderungen vorzunehmen. Wir starten mit der kompletten Shisha-Szene neu durch. Wir präsentieren dir hier die vier neuen Darkside Starline Flavor, die bald auf dem deutschen Markt kommen werden. Ja, von Darkside gibt es eben drei neue Flavor. Das ist Dark Spirit, ein unverwechselbarer Mix aus Limette und feurigem Tequila in erfrischendem Margarita. Dann noch den Red Berry, ausgeprägtes Aroma von reifen roten Johannisbeeren mit feiner Säure. Und als letztes noch den Doppelapfel, aka Doppelgänger. Ein starker und prägnanter Anis-Flavor mit einem Touch an Kräutern und der Süße eines Doppelapfel-Flavors. Da habe ich am meisten Respekt vor, muss ich sagen, vor dem Doppelgänger. Und als letztes haben wir noch den Pure Energy, ein süß-saurer Flavor, inspiriert nach einem bekannten Energy-Drink mit würzigem Touch. Da kam das und dann habe ich doch auch mal den Doppelgänger geholt und den Pure Energy geholt, aber, und das wird die Sorte sein, um die es heute geht, den Red Berry. Weil Leute, ich habe mir dieses Päckchen hier geholt, habe das aufgemacht, habe da dran gerochen und dachte mir so, holy fuck, das riecht so lecker, ich muss das unbedingt sofort testen und genau das machen wir jetzt auch einfach. Ich habe noch keinen Kopf davon geraucht. Wir machen das Ding auf, wir packen es um, wir bauen einen Kopf und dann geht's los. Und für den Kopfbau brauchen wir natürlich auch genau erstmal das, einen Kopf. Ihr wisst das, Leute, wenn es bei mir Darkside gibt, dann wird auf jeden Fall der Vuskurimsia geraucht, ein Meerlochkopf aus sehr, sehr schwerem und massivem Ton. Der bietet sich da einfach perfekt für an. So, außerdem brauchen wir noch einen Aufsatz, weil Darkside wird auf jeden Fall mit HMD geraucht. Ich nehme hier heute mal zum ersten Mal den Nacrani. Habe ich noch nie benutzt auf dem Vuskurimsia. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob der drauf passt und ob sich das gut rauchen lässt. Für die, die den Nacrani noch nie gesehen haben, der ist auch noch relativ neu. Ist ein HMD aus Russland, das im Gegensatz zum Kalaut und Co. nicht aus Aluminium ist, sondern aus Edelstahl. Ist aus einem Block gefräst, das heißt, ihr habt an der Unterseite nirgendwo Schrauben oder sowas. Und es gibt keinen Deckel, somit verletzt er also nicht das Patent von Kalaut. Das sollte für uns also heißen, dass, wenn dieses Teil hier gut ist, er ein sehr, sehr schöner Ersatz sein könnte für den doch sehr teuren, aber natürlich auch guten Kalaut. Als erstes können wir mal gucken, ob der hier auf den Vuskurimsia passt. Und er passt sehr gut. Das Problem ist nur, er passt so gut, dass es wohl heißt, dass dieser Ring, der hier unten dran ist, auf der Innenseite sitzt. Ich habe vorhin schon mal dran gezogen und es kommt auf jeden Fall noch genug Luft durch. Das heißt, es müsste eigentlich funktionieren. Ich hoffe das auf jeden Fall. Aber das werden wir dann wohl jetzt im Laufe dieses Reviews zusammen herausfinden. So, und hier seht ihr auch mal meine Pfeifenwand. Das sind jetzt gar nicht alle Pfeifen, die ich habe. Ich habe schon ein bisschen aussortiert und noch mal ein bisschen umgeräumt, weil mir das ansonsten doch deutlich zu viel hier wurde. Ich meine, ich habe schon die Hälfte von meinem Wohnzimmer hier für mein Set geopfert und dann wollte ich hier wenigstens ein bisschen Ordnung haben und habe ein paar von den anderen Pfeifen eben ins Exil nach oben geschickt. Und die sind eben da geblieben und von den Pfeifen hier müssen wir uns jetzt auch erstmal eine aussagen. Ich will aussuchen. Ich würde sagen, ich gebe euch aber nochmal so eine kleine Tour, weil da ja immer so viele danach fragen. Hier oben haben wir eine WD, eine Conceptic, dann die Most Limited Hybrid, die Most Limited Blue und eine Most One. Auf der anderen Seite haben wir zwei von den sehr, sehr schönen Noble Dust Pfeifen, dann eine Hardwood Hooker, meine weiße Alpha X, die weiße Hawk Hooker, die ich aus Russland mitgenommen habe und unten haben wir eine Hustler Pinocchio, eine Aeon Edition 4, eine Smoke Labs und hinten dran noch eine andere WD Hooker.
Hier vorne haben wir meine weiße Alpha, dann die Japone Amur Wenge, in der Mitte die wunderschöne und riesengroße Hup Huka, nebendran meine noch weiter vergrößerte, ne? Also normal würde hier ungefähr schon die Rauchsäule aufhören, meine vergrößerte Smoke Labs und nebendran noch die neue Stimulation Pro. Wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Pfeifen, die stehen allerdings oben, aber das sind dann somit hier die letzten. Die Wuka in der Mitte vom Consti, dann die Most Dash in schwarz, rechts die Galaxy Huka und auf der linken Seite noch die X Huka. Ja, die eine, die wir ausgelassen haben, ist auch die, die wir uns jetzt schnappen für dieses Video, würde ich sagen. Und zwar wird das hier die McLeod werden. Einfach eine wunderschöne Pfeife. Hier noch auf der Ocean Bowl im Million Cut Black Design. Einfach absolut wunderschön. Also ich liebe diese Pfeife. Hat sich ja die Regie größtenteils unter die Nagel gerissen. Aber wenn ich dann mal ein Köpfchen ohne die Regie rauche, dann schnapp ich mir auch sehr, sehr gern diese Pfeife. Einfach absolut schön. Auch die Details hier mit dem Totenkopf und so. Mega, mega schön. Und deswegen würde ich sagen, schnappen wir uns doch auf jeden Fall die. So, und dass während dem Kopfbau schon mal die Kohle angehen kann, würde ich sagen, schnappen wir uns auch ein Päckchen von der Trusty C26. Also die habe ich normal immer, aber jetzt habe ich auch gerade nochmal die Diamond zum Testen. Bin sehr gespannt. Bis jetzt habe ich aber noch die C26 in Benutzung. Mit dem bin ich auf jeden Fall wunderbar zufrieden. So, hier drüben steht meine Shisha-Turbine. Wir hauen einfach mal den Stecker in die Wand und dann geht die Turbine los. Der Booster ist noch ein älterer. Und hier habe ich diese wunderbaren Boxen von Noble Dust. Ich mache nochmal den Stecker raus, damit ihr mich noch hört. Hier habe ich diese Noble Dust Boxen, da packe ich dann immer meine Kohle rein und kann mir dann da immer welche rausschnappen. Für den Darkside mache ich mir jetzt 4 Kohlen an, weil der doch manchmal ein bisschen Hitze braucht und ich ja jetzt noch nicht weiß, wie viel Hitze der Nakrani da weitergibt, dieser neue Aufsatz. So, wir machen mal 4 Kohlen rein. Booster oben drauf und dann gehen wir zum Kopfbau und da müssen wir uns auch schon ein bisschen beeilen, weil sonst ist die Kohle gleich gut. Achso, und was ich noch sagen wollte, normal habe ich hier immer so schöne Behälter, wo mein ganzer Darkside reinkommt, aber den müsste ich jetzt erstmal ausspülen, das heißt, den ersten Kopf bauen wir jetzt erstmal einfach aus der Packung raus, aber normal würde ich mir da auf jeden Fall so eine Box oder so eine schöne Keramikdose hier nehmen, die sind zum Beispiel auch von Noble Dust, die Boxen habe ich glaube ich einfach aus einem Euro-Shop oder sowas, geht auf jeden Fall alles klar, ja. Ja, aber als erstes kommen wir mal hier zum Kopfbau vom Redberry. So wird das Ganze geschrieben, ne? Einfach Red und Berry, wie man das eben schreiben würde. Danke an der Stelle für den Einfall meines Gehirns, hier so einen behinderten Satz zu bringen. So, wir schnappen uns die Packung, normal nochmal ordentlich durchkneten und so. Habe ich jetzt aber schon gemacht und dann schnappen wir uns hier einfach die Packung und lassen da ganz locker, fluffig und so einzeln wie möglich hier den Tabak reinplumpsen. Und Leute, dieser Geruch, als ich die Packung eben aufgemacht habe und mal dran gerochen habe, war mir sofort klar, dass ich von diesem Tabak heute noch einen Kopf rauchen muss. Der riecht so brutal lecker, so eine intensive rote Johannisbeere. Also es ist wie, als würde ich Johannisbeersaft gerade trinken. Leute, der Geruch, diese geile Säure, dieses spritzige, frische, es ist, also ich habe wirklich lange keinen Tabak mehr gerochen, der mich so angemacht hat, den ich so unbedingt probieren wollte, wie diesen hier. So, locker flockig rein. Wir verteilen das Ganze hier, dass der Tabak schön Kontakt zum Kopf hat, aber dann keinen Kontakt zum Aufsatz hat. Und so sollte die Tabakmenge da auf jeden Fall schon passen. Ich habe das Gefühl, dass der Schnitt fast ein bisschen angenehmer geworden ist, was Darkside angeht. Aber so sollte das dann schon passen. Sieht gut aus. So, lassen wir den Kopfbau und Leute, wenn mir hier dieser Geruch von dieser Packung in die Nase steigt, es ist abnormal. Also wenn der so schmeckt, wie der riecht, ne, dann ist der instant in meiner Top 10 Tabakliste. Das ist zu krass. Es ist wirklich abnormal lecker. So, wir schnappen uns den Kopf, packen ihn auf die Pfeife. So, und dann kommt da noch der Aufsatz drauf. Und dann Kohlekopf für die Kohle. Und dann kann ich losgehen. So, die Kohle ist auch gut. Machen wir mal die Turbine aus. Und gucken mal. Ja, locker easy. Und dann schnappen wir uns mal hier die Kohle. Ich habe hier übrigens gerade noch den M. Rosenfeld, nee, den Huckerberg Molassefinger draufgepackt. Sehr, sehr empfehlenswert bei Darkside, weil ansonsten ist eure Bowl sowas von absolut sofort vollgesippt. So, wir schnappen uns mal die Kohle.
und packen die mal hier drauf. Mal gucken, wie gut 2C26 da direkt passen. Ja, absolut keine Probleme. Gehen direkt drauf. Normal beim Lotus würde ich noch zwei kippen. Das heißt, das probiere ich jetzt auch beim Nakrani. Passt auf jeden Fall auch. Keine Probleme hier mit dem Nakrani soweit. Mal gucken, wie lange er braucht, bis er warm wird, ne? Okay, Leute, erstes Update in der Anrauchphase. Der Nakrani scheint nicht so gut auf den Voskurims hier zu packen. Deswegen bin ich jetzt übergegangen zu einem normalen Kalaut Lotus 1 in der Hülle von ESS. Sehr, sehr praktisch, kann man einfach hier mal angreifen. Kann nicht so easy runterfallen, weil ihr seht ja, ich rauche das Ganze gerade mit 4 Kohlen. Ja, nicht, dass da eine runterplumpst. Deswegen benutze ich hier dieses Gitter von ESS. Jetzt gucken wir mal, ob der Durchzug so besser ist. Denn der Krani liegt hier drinnen im Kohlekorb. Er hatte ganz minimalen Kontakt. So ist das auf jeden Fall noch in Ordnung. Aber Leute, der Durchzug war echt beschissen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass ich den Kopfbau so verkackt habe. Deswegen bin ich jetzt zum Kalaut 1 übergegangen. Ja, Leute, jetzt ist er angeraucht. Der Darkside Redberry. Wie gesagt, ich habe den Nakrani jetzt ausgetauscht gegen den Kalaut 1 mit der ESS, das steht übrigens für Evil Stainless Steel Hülle. Und dadurch, dass die Noppen bei dem Kalaut bzw. die Schlitze bei dem Kalaut viel, viel weiter in der Mitte sind als bei dem Nakrani, da liegen die Löcher ganz weit außen, klappt das mit dem Kalaut auf jeden Fall viel, viel besser, direkt viel besserer Durchzug. Der Geschmack, Leute, ihr habt es ja mitgekriegt, der Geruch war für mich so ziemlich die Nonplusultra, das Beste, was es von Darkside jemals gab. Ich nehme noch mal ein paar Züge, ihr guckt euch mal die Rauchentwicklung an, das Ganze ist jetzt ungefähr eine Viertelstunde, würde ich sagen, an. Und dann könnt ihr euch ja, dann seht ihr die Rauchentwicklung, ne? Raucht sich eigentlich wie jeder andere Darkside. Er ist natürlich relativ stark, ne? Also so ein Darkside aus der Core-Reihe, die sind halt schon ein bisschen stärker, so kann man schon sagen, ne? Geschmacklich ist das Ganze auf jeden Fall so geil wie im Geruch, nur ein kleines bisschen weniger intensiv, aber das kennen wir ja schon, das ist ja bei vielen Sorten so, dass die krasser riechen, als sie schmecken. Dennoch, der Geschmack sehr, sehr geil. Also ich hatte ja wirklich große Hoffnung in diese Sorte und ich wurde definitiv nicht enttäuscht. Er schmeckt auch wirklich sehr lecker. Könnte vielleicht sogar meine neue Lieblingssorte von Darkside werden. Also ist da schade, dass viele andere Darkside-Sorten wegfallen. Aber die Sorte auf jeden Fall schon mal sehr, sehr geil. Und ich glaube, mit der Sorte werde ich es auch überleben, bis Darkside wieder neue Sorten hinzufügt. Übrigens steht ja in dem Text auch noch, dass monatlich neue Sorten kommen sollen, beziehungsweise in Monatszyklen. Wie lange das dann also dauert, bis die nächste Sorte kommt, weiß ich nicht genau. Aber ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass ich mit der Darkside-Sorte schon mal ein paar Monate überbrücken kann, weil es wirklich ein sehr, sehr leckerer Flavor ist. Die Johannisbeernote kommt sehr gut rüber. Es ist, wie man eben das bei einer Johannisbeere so kennt, ein sehr, sehr saurer Flavor. Ja, ich glaube, das muss einem gefallen. Das wird nicht vielen Leuten so gut gefallen wie mir, bin ich mir sicher. Aber Leute, ich finde den auf jeden Fall mega, mega lecker. Also auf jeden Fall ein hervorragender neuer Darkside-Flavor. Ich finde ihn extrem lecker und wie gewohnt von Darkside sehr feucht. Der Schnitt meiner Meinung nach vielleicht sogar einen Ticken feiner als sonst. Lässt sich aber wie gewohnt bei Darkside im Voskurims ja sehr, sehr angenehm rauchen. Man hat so ein ganz leichtes Drücken. Das kommt aber, glaube ich, einfach von der starken Menge an Nikotin. Aber im Voskurims ja würde ich eigentlich sagen, kann Darkside jeder rauchen. Ja, ob jeder auf die Nikotinmenge klarkommt, das ist eine andere Frage. Aber so vom Rauchverhalten her kann das, glaube ich, jeder ab, wie Darkside eben im Voskurims ja so läuft. Ja, Leute, lasst mir gerne noch einen Kommentar da, wie ihr das fandet, dass ihr euch mit auf die komplette Reise des Kopfanmachens nehme. Auch so mit Pfeife aussuchen und Kopf aussuchen und Aufsatz und Pipapo, das Ganze drumherum. Lasst mir gerne mal einen Kommentar da, wie ihr das Ganze fandet. Und ansonsten natürlich gerne noch ein Abo da lassen, wenn es euch sehr gut gefallen hat. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut, eure Shisha-WG.